Wenn jemand Müll in die Natur wirft, woran liegt das? Woran liegt es, dass es Menschen gibt, die sagen, es gäbe sowieso keine Möglichkeit, einen Unterschied zu machen? Was hat es damit zu tun, dass vielen Kindern nicht mehr genug gesagt wird, dass sie Dinge gut machen, zum Beispiel beim Basteln? Wie soll jemand den Mut aufbringen, sich gegen etwas zu stellen, wenn ihm immer gesagt wird, alles ist nicht gut genug? Wie soll jemand wissen, dass es sehr wohl wichtig ist und es einen Unterschied macht, ob ihm nun alles egal ist oder eben nicht, wenn Vorbilder ja auch nicht drauf schauen? In welche Richtung wir als Kollektiv gehen, hängt davon ab, wie jeder von uns handelt und ob wir gemeinsam immer mehr Menschen erreichen können. Unsere täglichen kleinen Entscheidungen machen einen gigantischen Unterschied. Wie wurde dies oder jenes hergestellt? Gab es Tierversuche? Ist es fair hergestellt? Wurden Pestizide verwendet? Kinderarbeit? Jeder von uns hat jeden Tag die Wahl, welchen Unterschied wir als Kollektiv machen. Yeah!